Das ist Mike Schmidt, ein Maisfarmer in DeWitt, Iowa. Wie viele Maisfarmer hatte sich auch Mike mit erheblichen Ernteverlusten durch Schädlinge wie den Baumwollkapselbohrer und die Y-Eule abgefunden. Diese Insekten sind mit herkömmlichen Insektiziden sehr schwer zu bekämpfen. Meist ist es schon zu spät, wenn man den Schaden bemerkt. Einbußen bei den Ernteerträgen und der Kornqualität verursachen allein in den USA Verluste von schätzungsweise 1,1 Milliarden Dollar jährlich. Daher erhielt die Zulassung durch das US-Landwirtschaftsministerium von AgriSure Viptera 2010 viel Aufmerksamkeit. Es herrschte Skepsis. Landwirte sind wenig risikofreudig und sehr strategisch bei der Beurteilung neuer Maistraits. Mit einer neuartigen Wirkungsweise, die mehr Schädlinge über dem Boden kontrolliert als jedes andere Produkt auf dem Markt, schien der neue Saatguttrait von Syngenta einfach zu gut, um wahr zu sein. Die Ergebnisse auf seinen Feldern haben Mike jedoch vollauf überzeugt. Syngenta ermöglicht Landwirten Kontrolle über Schädlinge über die ganze Saison, sodass sie ihre Ernteerträge optimieren können.